Die saudi-arabische Stadt Jeddah beherbergt eine der größten Sammlungen von Open-Air-Skulpturen weltweit. Darunter sind Werke von international bekannten Künstlern wie Henry Moore, Juan Miró und Victor Vasarely. Das heiße Klima, der Sand, Wind und Salz vom Roten Meer haben in den vergangenen Jahrzehnten aber ihren Tribut gefordert. Die ursprüngliche Schönheit vieler Kunstwerke hat ziemlich gelitten. Daher wurde nun ein Restaurationsprojekt gestartet, um die wettergebeutelten Werke aufzufrischen. Sie wiederherzustellen ist sehr wichtig, denn sie sind eine der Hauptattraktionen, die Jeddah bisher hatte. Die Stadt war für die Kunstwerke bekannt, die im öffentlichen Raum standen. Es ist Teil der Identität der Stadt. Geld kommt von privaten Sponsoren, aber auch von Unternehmen. Die Restaurationsarbeiten führt ein britisches Unternehmen durch. 27 Stahlskulpturen müssen überarbeitet werden. Manche wurden abgebaut und in eine Werkstatt gebracht, wo sie bearbeitet werden. Auch einige lokale Künstler sind in den Restaurationsprozess eingebunden. Künstler haben viel Arbeit darauf verwandt, dass diese Skulpturen wieder so aussehen wie früher. Wir arbeiten anhand von Zeichnungen oder Fotos, die den Originalzustand zeigen. Die Skulpturen sind eine Quelle von Reflexion und Inspiration für die Bildhauer, um neue Werke zu beginnen. Die Arbeiten und der Wiederaufbau der Skulpturen sollen in den kommenden Monaten abgeschlossen sein.